Dankeschön. Und nächster Redner ist der Kollege Dr. Dominik Spitzer von der FDP-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, und täglich grüßt das Murmeltier. Liebe Freie Wähler, liebe CSU, wenn Sie aus dieser Zeitschleife endlich rauskommen wollen, dann müssen Sie zum Beispiel eine Abschaffung der Patienten- und Pflegebeauftragten auf den Weg bringen. Die Wirksamkeit der Beauftragten der Staatsregierung ist bisher kaum belegt. Die Kosten belaufen sich mittlerweile auf fast 2,5 Millionen Euro. Zudem wird mit den Beauftragten die vorgeschriebene Trennung von Legislative und Exekutive untergraben. Es schafft Interessenskonflikte, gefährdet die Unabhängigkeit als Abgeordnete. Während die Freien Wähler, hören Sie bitte gut zu, 2018 noch die Beauftragten als Staatssekretäre Leid und Abhängige von Söders Gnaden bezeichnet hatten, sind sie mittlerweile selbst zum Beispiel durch Herrn Professor Dr. Bauer in diese Posten unterwegs als Patienten- und Pflegebeauftragter. Wirkliche Akzente lassen bisher auf sich warten. Eine weitere teure Symbolpolitik, und hier sind wir wieder in der Zeitschleife, die verlassen werden sollte, ist die Symbolpolitik, die Sie betreiben und kein Problem löst. Ich spreche vom Landespflegegeld. Dieses Landespflegegeld, das einjährig mit 1.000 Euro pro Pflegegrad 2 bedacht wird, wird bedarfsunabhängig ausbezahlt. Was man mit diesem vielen Geld machen könnte, können Sie sich vielleicht vorstellen. Wenn wir tatsächlich dieses Geld sinnvoll anbringen wollen, dann muss es bedarfsabhängig ausgegeben werden. Ich denke da zum Beispiel an das angesprochene Thema von Frau Waldmann, Pflegesonar. Dazu aber später. Beklatschen und danken ist zu wenig. Deshalb möchte ich Ihnen hier exemplarisch den ein oder anderen Antrag von uns noch mal nahebringen. Förderschlüssel für Fachstellen für pflegende Angehörige. Das sind alles Investitionen, die ich jetzt aufzähle, in die Pflege. Für das Jahr 2021 wollen wir hier eine Erhöhung um 502.000 Euro erzielen. Wir brauchen in Bayern eine breit aufgestellte, flächendeckende Beratungsstruktur, um pflegenden Angehörigen eine bestmögliche individuelle Beratung zu ermöglichen. Pflegende Angehörige übernehmen immer noch, und das wird auch zukünftig hoffentlich so bleiben, den größten Anteil der Pflege und dürfen mit ihren Sorgen nicht allein gelassen werden. Siehe Corona-Krise, und hier erreichen uns, ich denke, alle von Ihnen regelmäßig E-Mails. Vor allem im Dschungel der Leistungen brauchen Sie Hilfe, um sich für die richtigen Entlastungsleistungen und Ansprüche zu erhalten. Die Förderung muss angepasst werden, da die Anzahl der Pflegebedürftigen regelmäßig in Bayern leider steigt und durch den Gesetzgeber mehr Leistungen und vielfältigere Angebote auf den Weg gebracht hat. Damit ist auch der Beratungsbedarf gestiegen. Thema Demenzfonds. Für Studien, Gutachten, Forschungsaufträge, Werbung und so weiter ist die Zeit meiner Meinung nach schon längst abgelaufen. Wir müssen in die Pötte kommen, wir müssen diese Themen umsetzen. Wir wollen deshalb diesen Demenzfonds streichen und anstatt dessen einen Demenz- und Innovationsfonds dafür aufsetzen. Die Zielrichtung des Fonds muss anders ausgerichtet sein, und diese Mittel, wir stellen uns hier zum Beispiel Pilotprojekte wie zum Beispiel Demenzdörfer in Bayern vor. Pflegesonar, ein gemeinsamer Antrag von SPD und FDP zielt darauf ab, private, sonstige, öffentliche Unternehmen gemeinsam zu fördern, und zwar hier die Verbesserung der Versorgungsstrukturen und Pflegeinfrastrukturen, Pflegeforschung.
Mit dem Förderprogramm Pflege so nah soll die pflegerische Versorgung im sozialen Nahraum verbessert werden. Die Förderung der Investitionskosten soll für einen höheren Anteil der dringend benötigten Ausweitung an Kurz-, Tages- und Nachtpflegeplätzen, Dauerpflegeplätzen sowie ambulant betreute Wohngemeinschaften und Begegnungsstätten führen. Dieses Förderprogramm ist wirklich ein Erfolgsprogramm. Und jetzt Frau Enders, die Erhöhung des Ansatzes um 9%, heißt 1,8 Millionen von der Regierungskoalition, ist ein Witz. Ja, was wir benötigen, sind ca. 127 Millionen. Alles andere lässt die Antragsteller mit unbewilligten und nicht anerkannten Anträgen zurück. Was wir brauchen in diesem Zusammenhang sind finanzielle Hilfen für eine moderne und innovative Pflegeform und Wohnform. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Spitzer. Der nächste Redner ist der Kollege Bernd Seidenath von der CDU. Kollege Spitzer, Entschuldigung, wir haben noch eine Zwischenbemerkung. Ja, Herr Dr. Spitzer, Sie haben eine Zwischenbemerkung der Kollegin Brendel-Fischer, bitte. Herr Dr. Spitzer, Sie haben ja Ihre Wahrnehmung zu den Beauftragten.